Die Ninotaco News werden euch präsentiert von Figuya.com, eurem Shop für Anime-Figuren und Merchandise. Es ist Mittwoch, es wird Zeit für eure wöchentlichen Anime-News auf YouTube. Heute mit Details zum Ende von One Piece, Neuigkeiten zu IQ, Made in Abyss und vielem mehr. Welcher Held aus My Hero Academia schlummert in euch? Findet es heraus bei unserem großen Persönlichkeitstest auf ninotaku.de. Einen Link gibt's in der Videobeschreibung. Nun starten wir mit den wichtigsten Anime-News der Woche. Papa, ich will den Yoake sehen. Tomoni Yoake o mimashou. Los geht's mit der ersten News. Kratzestimme und Schnupfennase, ich bitte dies zu entschuldigen. Am 17. Januar feiert der Anime Made in Abyss seine Fortsetzung in Form des Movies Dawn of the Deep Soul. Kadokawa veröffentlichte nun einen neuen Trailer auf YouTube, den ihr hier seht. Das Leinwandabenteuer adaptiert die Manga-Bände 4 bis 5 und schließt somit direkt an die TV-Serie an. Die Animationen übernimmt wie gewohnt das Studio Cinema Citrus. In Deutschland ist Made in Abyss beim Publisher Universum auf DVD und Blu-ray erhältlich. Nanto. Subarashi. Koko katte. Kessho ni susunda jiten de zenkoku da. Der japanische Publisher Toho Animation veröffentlichte nun einen neuen Trailer zu Land vs. Sky, eine der zwei kommenden Haikyuu-OVAs, in denen die Qualifikationsrunden für das kommende Turnier in Tokio adaptiert werden. Die beiden OVAs sollen am 22. Januar offiziell auf Blu-ray und DVD erscheinen. Neue Infos gibt's auch zu Staffel 4. Wie die Webseite der J-Rock-Band Burnout Syndromes nun durchsickern ließ, startet die kommende vierte Haikyuu-Season am 10. Januar 2020 im japanischen Fernsehen. Die Band wird das Opening der Staffel schmettern, die den Titel To The Top trägt. Die Compilation-Filme 3 und 4 werden hingegen auf dem Akiba Pass Festival 2020 gezeigt. Publisher Rayark Games gab auf der Anime NYC in New York bekannt, dass das Rhythmusspiel Demon nächstes Jahr als Anime-Film adaptiert wird. Gleichzeitig wurde bereits ein erster Trailer veröffentlicht, aus dem ich euch hier einige Ausschnitte zeigen möchte. Der Movie wird unter anderem beim Studio Production IG entstehen, das ihr beispielsweise von Psycho Pass kennen solltet. Für die Komposition des Soundtracks konnte man Yuki Kajiura verpflichten, die bereits die Musik zu Hits wie Sword Art Online, Fate Zero oder Madoka Magica beisteuerte. Auf eben erwähnter NYC in Tokio wurde auch bekannt gegeben, dass der Box-Anime Megalobox eine zweite Staffel erhält, die sich aktuell noch ohne ein konkretes Datum in der Produktion beim Studio TMS Entertainment befindet. Einen ersten Trailer gibt es jedoch bereits. In Deutschland schickte der Anbieter Polyband den Anime in den Ring. Es ist also davon auszugehen, dass auch Staffel 2 seinen Weg zu uns finden wird. Die amerikanische Tochter des Anime-Publishers Aniplex veröffentlichte nun einen neuen Trailer zum kommenden Demon Slayer-Movie namens Mugen Train auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Ganz neu ist das Video leider nicht, war der Trailer doch bereits am Ende der letzten Episode zu sehen. Ähnlich wie die TV-Serie entsteht auch der kommende Film beim Studio Ufotable. Ein Release-Termin steht noch aus. Ich
Auf dem YouTube-Kanal des Anime-Publishers Twin Engine wurde ein neuer Trailer zum Drama-Anime Pet hochgeladen, der nach einer langen Verschiebung im Januar 2020 endlich ins japanische Fernsehen kommen soll. Die Serie aus dem Studio Geno handelt von einer Gruppe an Menschen, die in der Lage sind, die Gedanken anderer zu manipulieren. Amazon Prime sicherte sich die weltweiten Exklusivrechte und wird den Anime somit auch in Deutschland veröffentlichen. Edgy Light Novel Hatena Illusion wird als Anime umgesetzt. Der Publisher Lentis veröffentlichte zur kommenden Adaption vor einigen Tagen einen Trailer, aus dem ich euch einige Szenen zeigen möchte. Die Serie soll im Januar 2020 debütieren und handelt von der Wiederbegegnung des Zauberkunstanhängers Makoto und seiner Kindheitsfreundin Kana. Die Animationen übernimmt das Newcomer-Studio Children's Playground Entertainment. Der Publisher Universum Anime veröffentlichte Ende letzter Woche den ersten deutschen Teaser zum Anime-Hit Weathering With You, der in Deutschland den Untertitel Das Mädchen, das die Sonne berührte, trägt. Lasst uns mal kurz reinhören. An jenem Tag haben wir die Gestalt der Welt endgültig verändert. Ähnlich wie bereits beim Vorgänger Your Name zeichnet auch dieses Mal Dialogregisseur Matthias von Stegmann für die deutsche Fassung verantwortlich. Wie bei Ninotaku TV berichtet, kommt das neue Werk von Makoto Shinkai am 16. und 19. Januar auch in die deutschen und österreichischen Kinos. Der Vorverkauf ist gestartet, einen Link dazu mit allen teilnehmenden Kinos findet ihr in der Infobox. Mordecai. Wie bereits vor einiger Zeit thematisiert, sicherte sich der deutsche Anbieter Animehaus die Lizenz am Danmachi-Kinoabenteuer Arrow of the Orion. Nun gab man bekannt, dass der Film am 28. April im Rahmen der Kase Anime Nights ins Kino kommen wird. Die JC Staff-Produktion lief im Februar dieses Jahres in Japan. Staffel 1 der TV-Serie ist in Deutschland bereits auf DVD und Blu-ray erhältlich, Season 2 wird nächstes Jahr nachgereicht. Im Sommer 2020 startet zudem die dritte Danmachi-Staffel im japanischen Fernsehen. Nachdem der Berliner Anime-Publisher Kase bereits seit einiger Zeit die ersten 333 Episoden der Serie Detective Conan auf DVD veröffentlicht, gab man nun bekannt, dass auch die neuen Folgen, die bereits bei ProSieben Max zu sehen waren, in die Regale gestellt werden. Demnach geht's im Rahmen des 13. Volumes am 2. April 2020 weiter ab Episode 334. Die DVD-Boxen 11 und 12 erscheinen im Dezember und Februar. Mein Fantasy-Roman Herz aus Stern ist ab sofort vorbestellbar. Einen Link gibt's in der Videobeschreibung. Ich verschenke eine Nintendo Switch Lite im schicken Pokémon-Design und obendrauf gibt's natürlich auch die aktuellen Games Schwert und Schild. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf meiner Instagram-Seite. Einen Link gibt's in der Infobox. In einem Interview mit der japanischen Newsseite Oricon News gab Takuma Naito, der Redakteur des One Piece Mangas, interessante Einblicke zum Ende des Piratenepos. Erst im September gab Mangaka Eiichiro Oda bekannt, dass die Reihe in 5 Jahren enden wird. Laut Naito sei dieses Ziel in Anbetracht dessen, was Oda noch für die weitere Story plane, etwas hochgesteckt, doch beim jetzigen Erzähltempo durchaus realistisch. Sein Fazit: Wenn Oda sagt, es ist in 5 Jahren vorbei, ist es auch in 5 Jahren vorbei. Auch Toei Animation Producer Shinji Shimizu äußerte sich inzwischen dazu und ließ im Rahmen eines One Piece Events durchsickern, dass das Ende von One Piece noch berührender sein soll als der Tod von Ace. Zudem soll das bevorstehende Ende des Wano Kuni Arcs für den Abschluss der Serie sehr bedeutend sein. Eure Meinung zu all dem bitte in die Kommentare.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der wöchentlichen Anime-News angelangt. Wenn euch das nicht reicht, schaut gerne mal auf ninotaku.de vorbei. Hier gibt's täglich Anime. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen.